Wir hören jetzt noch ein kleines Gedicht, das uns vielleicht alle ein bisschen zum Nachdenken bringen sollte. Ich möchte zuerst einmal sagen, dass so viele junge Leute da sind. Das erfreut mich wirklich sehr. 16 Jahre, das ist ein wirklich gutes Zeichen für die Zukunft. Ich wollte mir kurz vorstellen, ich bin auch Schauspieler wie der Kollege zuvor und habe im Facebook eine Gruppe gegründet, Kunst für den Frieden, zusammen mit meiner Kollegin, die da sitzt, Heidemarie Hager. Wir wollten einfach Zeichen setzen, Zeichen für Frieden, eine friedliche Energie aussenden, dass es auch anders geht. Denn um Frieden zu bekommen, müssen wir selbst Frieden leben, müssen wir selbst Frieden sein. Und diese Feindbilder, wie zuerst der Kollege mit rechts, links, die haben uns lang genug ins Chaos getrieben, über Jahrhunderte, über Jahrtausende. Das braucht man nicht mehr. Und ein kurzes Gedicht, weil ich es nur lesen kann, bevor es zu finster wird, von René Schickele, Abschwur. Ich schwöre ab, jegliche Gewalt, jeglichen Zwang und selbst dem Zwang, zu anderen gut zu sein. Ich weiß, ich zwänge nur den Zwang. Ich weiß, das Schwert ist stärker als das Herz, der Schlag dringt tiefer als die Hand. Gewalt regiert, was gut begann, zum Bösen. Wie ich die Welt will, muss ich selber sein und ganz und ohne Schwere werden. Ich muss ein Lichtstrahl werden, ein klares Wasser und die reinste Hand zu Gruß und Hilfe dargeboten. Stern am Abend grüßt den Tag, Nacht wiegt mütterlich den Tag, Stern am Morgen dankt der Nacht, Tag strahlt, Tag um Tag sucht Strahl um Strahl, Strahl um Strahl wird Licht. Ein helles Wasser strebt zum anderen, weithin verzweigte Hände schaffen still den Bund. Thank you.